Welcome in, everyone, to EA Sports' continuing coverage of PGA Tour Golf. With Frank Nabilo by my side, I'm Rich Lerner. Frank, as weekend golfers know, there's always part of your game that you're focused on. So I'll ask the question, what are you going to be looking at here today? Tee to green. Rich, I know people always say putting's important. I'm not going to say it's overrated, but tee to green. If you want to play good golf day in, day out, fairways, greens, that's the secret. Ja, servus zusammen, recht herzlich willkommen mal wieder zu einer Folge EA Sports PGA Tour hier bei mir auf dem Kanal. Ich habe heute mal wieder richtig Lust, ein bisschen loszulegen und eine Runde zu spielen. Und wir spielen eine Einspielrunde natürlich anlässlich der US Open, die gerade stattfindet in Pinehurst Number 2, wie wir hier gerade sehen. Und hier sehen wir auch schon die erste Bahn, ein Par 4 mit 402 Yard. Und auch Pinehurst ist eingeschränkt. Geschichtsträchtiger Platz. Habe ich schon lange nicht mehr gespielt in einem Golfspiel, muss ich ehrlich sagen. Und ich werde mich auch gleich auftun, um natürlich im Original mir hier die Runde anzusehen. Die US Open, die ansteht. Und da freue ich mich auch wieder, weil Martin Keimer ist natürlich auch wieder mit dabei. Denn er ist ja ein US Open Champion. Es ist zwar schon ein paar Jährchen her, aber einer seiner zwei Majors hat er bei der US Open erreicht. Und wir werden uns heute hier auf diese Runde begeben, sozusagen auf eine kleine Einspielrunde. Und zwar das Ganze wieder mal so wie gehabt. Erstmal die Front Nine im ersten Video und dann dürft ihr euch auf ein zweites Video freuen, wo wir natürlich die Back Nine spielen. Und ich kann es euch gleich verraten, wir spielen nicht ganz alleine, denn mit uns dabei wird in dieser Einspielrunde sein Nelly Korda. Ich habe mir mal gedacht, ich nehme eine Dame mit rein, mit hinzu und dann schauen wir mal, wie gut wir uns da schlagen. Denn wie gesagt, es ist eine Einspielrunde. So, wir schauen mal. Ich muss mich da jetzt auch erst wieder ein bisschen hier reingewöhnen, wie wir das Ganze machen. Und wie gesagt, es ist ein Par 4 am Anfang. Wir haben ein bisschen Rückenwind, aber der Wind spielt hier keine allzu große Rolle. So, ich werde mich jetzt hier aus dem Bild verabschieden, damit ihr euch hier komplett auf das Spiel konzentrieren könnt. Ich wünsche euch gute Unterhaltung und viel Spaß und ein schönes Spiel hier auf Pinehurst Number 2. So, wir schauen uns das Ganze wieder an. Wie gesagt, der Wind leicht von rechts hinten. Das heißt, wir hauen das Ding einfach hier rein und hoffen, dass er uns nicht bis vorne in den Bunker rollte. Das sollte so passen. Und wie gesagt, ich wünsche uns ein schönes Spiel. Los geht's. Locker und entspannt. Stroke Play, kein Matchplay. Mit Nelly Korda. Ja, und? And that is just what you're envisioning when you're on the range. That's positioned nicely in the right side of the fairway. Und wir werden natürlich auch wieder mit Flyover spielen. Wir werden uns das ganze Animationsprogramm antun. Nelly Korda. Natürlich von Gelb vom Damenabschlag der Profis. Ja, faded bzw. draw da rein. Nein, aber... Okay, das sollte gerade sich so ausgehen oder rollt er bis ins... Ei, knapp. Ooh, and a tough start to heavy the rough, here. Okay. Wild and into some early trouble. 138 Yards noch für den zweiten Schlag ins Grün. Die Fahne steckt auf der linken Seite, wenn ich richtig sehe. Oh, nee, rechts, rechts. Okay. Okay. Okay, so good work there to get this back out into the short grass. And really, this is not a bad spot to be, just a little short of the green. Certainly not out of the question to get away with a par. Okay, wir sehen schon, dass es hier wohl das Spannende oder das Herausfordernde sein wird, sind die Grün. 60er Wedge. Da wird er natürlich auch ein bisschen spinnen, denke ich mal. Wir bleiben auf jeden Fall links, weil sonst rollt uns der Ball rechts runter vom Fairway. Das kann ruckzuck passieren. Wir haben ein bisschen Unterstützung vom Wind. Wir werden das einfach mal so probieren und schauen mal, was der Ball macht, wenn er auf dem Grün aufkommt. Schauen wir mal, ob er genug Spin erzeugt, um zurückzukommen. Ja, okay. Damit kann ich gut leben. Okay, not a bad lead. That's a good shot.
So, dann schauen wir mal, ob Nelly das Up and Down hinbekommt. Oh, sie schlägt dann aber sehr weit links rüber. Okay. Ah, links liegt unser Marker. Und das Ganze ist ein Break. Ja, es breakt ein bisschen nach links rüber, aber sie hat sich da deutlich weiter rechts ausgerichtet. Okay, es geht leicht bergab. Oh, nicht nur leicht bergab, es geht deutlich bergab. Interessant, deswegen hat sie den auch so, glaube ich, sachte heruntergespielt. Okay. Oh ja, 4 Inches und doch deutliches Break nach links. Also ich finde deutlich mehr Break, als dass wir es gerade bei Nelly gesehen haben. Ja, der zieht weg, ja. Aber das Paar sollte jetzt eigentlich drin sein. Jupp. Ein bisschen über links. Dankeschön. Und auch für Nelly müsste das doch Formsache sein, das Bogey einzufahren. Wie gesagt, ganz normales Zählspiel, kein Matchplay. Und dann sehen wir am Ende der 18 Bahnen, wo wir stehen. Paar Nummer 2, beziehungsweise Bahn Nummer 2, ein Paar 4. Auch das sieht nicht lang aus. Auch hier diese Bunker so ein bisschen dünenhaft. Wir dürften die Ehre haben. Ja, auch hier werden wir wieder über rechts gehen. Und ich denke, einfach ein gerader Schlag sollte die richtige Wahl sein. Locker durchgeschwungen. Und Mitte Fairway. Das sind. Good solid tee shot there, coming off the bogey at the first. This is in the fairway at number two. Jo, Carry 281 Yards und mit Roll haben wir nur noch bescheidene 160 Yards bis zum Stock. Ja, ich glaube, Nelly ist nicht die längste. Das sind ja noch ordentlich 254. Das sind ja ordentliche Längen für die Damen. Und das nimmt sie in Holz 3 oder in Holz 5, würde ich fast sagen. Aber ich glaube, hier kann man viel mit Roll arbeiten auf dem Platz. Ja, springt rechts weg. Schlecht gebounced, muss man sagen. So, 167 Yards ist für uns ein Eisen 8. Ein Eisen 8. Ja, ja, ich sehe schon, das werden wir hoch anspielen. Ja, wir haben ein bisschen Rückenwind. Finesse. Okay, wie ist das Grün? Es springt vorne ein bisschen nach links. Ja, wir müssen eigentlich eher mehr so in diese Richtung. Okay. Und er müsste ein kleines bisschen nach vorne springen. Na, ein kleines bisschen nicht, ein bisschen zu viel. Aber er bleibt oben. In my book, that's a good shot. You could really aim at the middle of just about every single green. If you did it all day long, some of those would finish up close. And you'd have plenty of birdie putts. Okay, da müssen wir ihr die Linie zeigen. Sie liegt kürzer. Die gute Nelly. Über links. Über links Level. Gleichmäßig über links, so sieht's aus. So, ein kleines bisschen mehr. Ja. Ja, ein kleines bisschen mehr. Ja, geht rechts vorbei. Okay.
Schade. Ja, aber ich glaube, der ist auch schon ein bisschen rechts weg vom Latt. Der war nicht auf der Linie. Aber ich muss sagen, also das Putten sieht immer noch ein wenig komisch aus. Also trotz jetzt, glaube ich, 12 Patches, gefällt mir das jetzt von den Animationen und auch wie der Ball dann letztendlich vom Schläger weggeht, noch nicht so prickelnd. Disappointment there. I'll brush it in and that'll be just a par. So, Nelly wieder zum Bogey. Ja, sie schafft keine Greens in Regulation. Next up, it is the par 4 third. Ja, man merkt, dass anscheinend der Platz bzw. der Kurs ist ja relativ neu. Also die Major-Kurse wurden ja erst vor kurzem hinzugefügt. Praktisch rechtzeitig zur PGA Championship. Und man merkt, dass da noch keine Kommentationen sind, beziehungsweise Moderationen zu den Spielbahnen. Okay, wir kommen zur 3, 380 Yards, ein weiteres Par 4. Und jetzt wird es natürlich in der Landezone ein kleines bisschen enger. Hier sollten wir eher versuchen, mit dem Fade über links reinzukommen. Der Wind drückt ihn leicht nach rechts, nach links. Aber das ist eigentlich nicht so problematisch. Das heißt, wie gesagt, einen kleinen Fade werden wir hier versuchen. Ja, oh, das wird knapp, oder? Ah, da haben wir Glück gehabt. Lucky Bounce. Und jetzt noch bis zum Stock. 78 Yards. So, jetzt bin ich auf Nelly gespannt. 380 Yards. Wie weit kommt sie jetzt mit dem Driver? Carry sind es erstmal 210. Good shot coming off bogey at the second. That's going to be in the fairway. So, damit sollte sie doch auf jeden Fall jetzt das Grün mit dem zweiten erreichen können, um dann doch ein Pärchen mal zu spielen. Second shot coming up and we say hello to Iona Steven. 136 is the number. Pin on the left portion of this green, so it will favor a wee draw. And that ball looked very good in the air. Just doesn't quite finish up that near to the flag, but still on the green. So, wir haben jetzt vom Winkel, sind wir ja praktisch direkt, oh ja, kurz gesteckte Fahne, 60er Wedge. Das heißt, wieder mit ein bisschen Backspin. Okay. Er kommt ein bisschen zurück. Ah, nicht zu viel. Sit. Okay, a little left to do, but safely on the green. Ja, sie lässt sich ein bisschen Zeit vor Birdie. Ja, das würde sie gerne mitnehmen. Oh, ein Wahnsinnsbreak. Okay. This is an 11-foot putt. Okay, 4 Inches nach oben. Das heißt, wir brauchen mindestens ein Kästchen, ein bisschen mehr als ein Kästchen. So, das Ganze am Anfang haben wir gleich ein starkes Break nach links. Dann bleibt es gerade und dann breakt es etwas nach rechts. So, wir spielen aber berghoch. Ja, wir haben da nicht mehr so viel Break eigentlich. Eigentlich müssten wir am Anfang durchs Break durchputten. Ah, hat es überhaupt nicht angenommen. Just a fraction off target, but you can't get the speed any better than that. Ja, auf dem letzten Drittel hat er das überhaupt nicht angenommen, das Break.
Ist übrigens ein Paar 70 mit 7.588 Yards. Für die Herren. Hat man gerade auf der Anzeigetafel gesehen. 1895 gegründet. Challenging hole coming up next. This is the par 4. Ja, das sehen wir dann, der Klassiker. Leichte Bahn, geht nach links, aber fällt komplett nach rechts ab. Da muss man natürlich den Draw spielen. Ein Fade wäre hier sehr fatal. Und Slice sowieso nicht. Okay, das heißt, wir zielen weite links an und spielen den Draw. Ja. Okay. Naja gut, 500 Yards ist auch jetzt eine Hausnummer, also da müssen wir schon ordentlich zulangen. Ja, so richtig draw da nicht rein. Es ist ein bisschen, aber nicht viel. Und bleibt auch fast liegen. Also viel Roll haben wir da nicht. 295 Yard Carry, 316 dann mit Roll. Das sind gerade mal 20 Yard mehr. Ist nicht viel. Ist natürlich der Tatsache auch geschuldet, dass wir hier einen hohen Abschlag haben und der Ball natürlich dann unten sehr stark fällt, also runterfällt, wenig Roll dann hat. So, Nelly. Ja, auch ihrer rollt kaum, bleibt sofort liegen fast. Ja, 256, sie nimmt ein kleineres Hölzchen. Vorhin war es schon zu kurz, hat nicht gereicht. Diesmal könnte er vielleicht draufrollen. Na, ich bezweifle es. Ist eine kleine False Front hier. Das schluckt natürlich Speed und dann reicht es eben nicht, dass der Ball hochrollt aufs Grün. So, wir haben Eisen 6. Das heißt, wir können 195 Yards über rechts. Ja, vielleicht auch mit einem kleinen Draw über rechts. Oh, ist etwas erhöht, das Grün, 13 Fuß. Ja, wir werden den Ball hoch anspielen. Einen kleinen Draw versuchen und den Ball hoch anspielen. Ja, jetzt sehe ich gerade, wir stehen etwas über dem Ball. Aber ich glaube, das ist eine ordentliche Annäherung. Damit kann man leben. Also das kurze Spiel ist nicht so dolle bei ihr. Das geht besser. 12 feet still to go. So, es geht bergunter. 6 inches. Das heißt, wir machen mal hier. Es geht leicht über rechts. Ja, aber nur am Anfang. Vorne läuft er dann gerade. Ja, aber er kriegt halt Speed, wenn er runterkommt. Ja, zu früh, zu früh. Hang on. That's gonna leave about 3 feet. Ja, ich bin mit dem Putten noch nicht zufrieden. Der Putter läuft noch nicht heiß bei uns. Also da müssen wir noch ein bisschen besser werden. Die Annäherungen sind gut, die Drives sind gut. Da können wir uns nicht beklagen. Fairway Hits und sie locht ihn tatsächlich. Sehr schön. Okay. Ja, da haben wir eigentlich gar nichts. Es geht ein bisschen hoch. So, das erste Par 5. Up next, a par 5 as we reach the fifth hole. Ja, auch hier sieht man wunderschön, wie es nach links runterfällt. Man sieht links und rechts überall so ein bisschen den Sand im Gras. Also das ist natürlich dann auch eine ganz, ganz heikle Geschichte, wenn man hier die Grüns bzw. die Fairways nicht trifft.
Und auch bei den Bunkern sieht man ja überall eben dieses so ein bisschen zugewachsenen Dünen. So sieht es ein bisschen aus. Okay, wir werden hier natürlich jetzt ein Fate Air spielen. Und dann werden wir versuchen... Ja, aber wir können weiter, deutlich weiter über links, glaube ich. Ja, ein bisschen mehr faden. Und vielleicht jetzt ein bisschen flacher. Damit er etwas mehr Roll reinbekommt. So, dann können wir vielleicht, wenn es gut läuft, das Grün angreifen. Läuft er da noch runter? Ja, kriegen wir 300 hin. 308 Yard. So, für Nelly sind natürlich 570 Yard schon eine ordentliche Hausnummer. Also sie wird mit auf keinen Fall mit dem zweiten das Grün angreifen können. Und sie muss auch schauen, dass sie hier ordentlich aufs Fairway kommt. Ja. There's certainly a lot of different ways to play a par 5. Passt. And have to figure out the best way to play this par 5 using three shots to reach the green. So, kleiner Zwischenstand im Moment bei den US Open. Erster Tag, Patrick Cantlay minus 5 führt. Ludwig Aberg aus Schweden minus 4. Die sind bereits im Clubhaus. Das heißt, 65-66 ist das Maß der Dinge. Und Tony Finau die 68 gespielt, im Moment geteilter Vierter. Wir konzentrieren uns wieder auf unseren nächsten Schlag, 263 Yard. Das, ah ja, okay. Das heißt, wir können das Grün erreichen. Wir müssen natürlich dran denken, dass wir Roll haben. Ich denke, wir werden auch eher mit dem Hybrid spielen. Jetzt müssen wir uns das Ganze nochmal anschauen. Ja, es fällt alles nach links. Okay. Es fällt alles nach links. Die Bunker auf der rechten Seite müssen wir natürlich aus dem Spiel nehmen. Wenn er aufkommt, rollt er nach links. Wir können das Ganze natürlich noch ein bisschen unterstützen. Ja, wir haben auch etwas Gegenwind. Okay. Gegenwind. Dann wollen wir es mal so versuchen mit dem Hybrid. Den haben wir sauber getroffen. Wir haben auch ein bisschen Kurve. Wenn er vorne aufkommt, springt er hoch und rollt aufs Grün. Sehr schön. Und das sollte zumindest ein Birdie werden, denn wir haben jetzt erstmal eine Eagle-Chance. 25 Fuß. So, das ist doch mal eine gute Annäherung. Ja, spinnt ein kleines bisschen zurück. Okay, liegt praktisch im... Ja, hat sich praktisch in die Pitchmarke reingerollt. Okay, Eagle Putt. Und für den Eagle Putt gilt natürlich niemals zu kurz lassen. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall hier diese Länge machen. Mindestens diese Länge bergauf. So, es geht natürlich deutlich über rechts. Oje, oje. Deutlich über rechts. Ständig, ja, wäre richtig hier am Hang entlang sozusagen. Ein kleines bisschen mehr. Ja, okay. Doch deutlich stärker. We turn to Notabegay the third for this look at birdie. And this is a nice smooth right to lefter. This is the go zone. That one just gonna sneak on by. Yeah, just didn't play enough break there and it comes up short. Should make this about 80% of the time. It's for birdie. So, das Ganze ist level und es bricht ein bisschen nach rechts. Linke Lochkante und er sollte auf jeden Fall brechen. First birdie. 100 now for the day.
Oh, den hat sie aber reingezittert. And she'll brush that in for her par. To the sixth hole now. Par 3, das erste Par 3, aber es ist ja wie gesagt ein Par 70 Platz. Das heißt, es wird nicht allzu viele Par 3s und Par 5 geben. Haben wir auch gleich gemerkt, hier die ersten vier Bahnen, alles Par 4. So, wir gucken aber mal kurz auf die Scorekarte und dann sehen wir 4-4-3. Es kommt nochmal ein Par 3 und dann haben wir nochmal zwei Par 3 auf dem Back 9 und nochmal an der 10 ein Par 5 und ansonsten, ja, wird natürlich das eher so ein Niedrigscore. Die paar 5 Bahnen, die für die Profis meistens dann immer Birdie-Löcher sind, definitiv Birdie-Löcher, teilweise eben dann auch eben Eagle-Löcher, so wie wir es ja auch gerade die Eagle-Chance hatten. Da gibt es eben nur 2 Bahnen, um diese Möglichkeit dann auch wirklich zu spielen. Okay, ein paar 3 und das ist auch mit 242 nicht gerade kurz. Der Wind ein bisschen von links. Wir werden auf jeden Fall, denke ich, ein Eisen 4 spielen. Das macht mehr Sinn, denn wir haben Roll. Wir haben Roll. Wie sieht denn das auf dem Grün aus? Das Grün fällt eigentlich eher nach links. Wenn er aufkommt, wird er also ein bisschen nach links bouncen. Der Wind drückt ihn aber leicht nach rechts. Okay. Dann versuchen wir es mal so. Ja, wir sehen, dass wir eine ganz schöne False Front haben. Also vorne ist es rot. Wir müssen drauf. Wenn er da vorne in die False Front springt, dann hoch und bleibt liegen. Ja, ich denke, wir werden es so probieren. Ja, der kommt vorne auf in der False Front. Aber okay. Wurde entsprechend gebremst, das ist okay. Jetzt liegen wir ein bisschen Mitte grün, passt. That one gonna wind up smack dab in the middle of the green. Ja, auf jeden Fall eine gute Möglichkeit wieder oder ein sicheres Pärchen zu spielen mit der Möglichkeit auf ein Birdie. Und sie hat den Driver in der Hand, sie braucht den Driver. Ja, und wird vielleicht gerade so draufrollen. Na, glaube ich nicht, glaube ich nicht. Der verabschiedet sich in den Bunker. Da hat man jetzt wunderbar halt auch die Welle gesehen. Now from the bunker. Yeah, just a little splash out on this par 3. Ja, hervorragende Länge, aber die Richtung schon ein bisschen aus der Richtung. All the way to the hole out of the bunker and this is going to come up a good bit short. Look here at birdie. And there's no space for a lapse in concentration here, perhaps a little bit further away than we would have liked, but a two putt would be a very good result. Oh, 10 Inches nach oben. Yep. Okay. Okay, Break kontinuierlich von rechts nach links. Kontinuierlich von rechts nach links. Ja, da am Anfang nicht so stark. Dann da oben wieder ein bisschen stärker. Oh, my goodness, that is not fair at all. What a putt from that distance. That did everything but go in the hole. Ja, das war ein schlechter Bunkerschlag und deswegen die Folge auch das Bogie. So dicht waren wir schon lange nicht mehr an dem Birdie. Also das war jetzt wirklich eine ganz, ganz knappe Nummer. So, eins unter. Nelly Korda, 3 über. The par 4 7. Oh, ja, da kann man natürlich dann abkürzen hier über die Bunker. Man sieht aber auch, die Bunker sind alle nach vorne hochgezogen. Also wenn man schlecht liegt,
hat man definitiv ein Problem, um aus dem Bunker Länge zu machen, weil die Bunkerkante einfach zu hoch ist. Wir schauen mal, wie wir das am geschicktesten spielen. Ah, ja, okay. Also da müssen wir definitiv einen Fade spielen. Ja, und die Frage ist, wie viel Fade? Denn wir müssten eigentlich hier an dem Bunker vorbei. Auf der anderen Seite 285, 377. Wir können eigentlich auch mit dem Holz spielen. Denn wenn wir hier vorm Bunker liegen, dann haben wir ja gerade noch mal 120 Yard. Okay. Dann schauen wir uns das Ganze noch mal an mit weniger Fade. Und dass wir gucken, dass er praktisch hier am Bunker vorbeirollt. Ja, ein bisschen Gegenwind. Genau so, dann hat er nicht ganz so viel Roll, liegt Mitte Fairway. No issues there. Good tee shot in the short grass. Ja, ich denke Eisen 8. Nelly natürlich wieder den Driver in der Hand. Ja, macht das aber auch sehr solide. Kein Problem. Mitte Fairway. Ja, für sie sind die Bunker auch ein bisschen weit weg. Vorne liegt unser Ball. Und wie immer, zweiter Schlag zuerst von Nelly. Wir sind etwa 170 Yards from the hole. Solide Annäherung. Another example there of the struggle today. Iron shots just not getting in close enough, and now another difficult two putt. Now note his second from the fairway. Okay, sogar ein Eisen 9. Pin about medium depth, though it is on the left side. Ah, pitching wedge ist zu wenig. Pitching wedge ist zu wenig. Ein bisschen Gegenwind, Eisen 9. Ich will definitiv rechts vom Stock liegen bleiben, weil da hinten, da rollt er uns sofort runter. Das wollen wir auf jeden Fall nicht. So. Kleines bisschen vielleicht höher anspielen, damit er etwas schneller zum Liegen kommt. Ja, kommt sie, zieht sie und vor allen Dingen kein Spin. Okay, bleibt liegen. Ah, good shot again there. Well thought out. Landing the ball short, letting the ball run onto the green. And inside, well, I'd call that a birdie putt. So that's birdie range. Yep. Und wieder einmal green in regulation. Also wir haben solide Eisen, gute Eisen und das. Oh. Close. Couldn't ask for much more on that putt. Ja, auf der Linie zu kurz, auf der Linie zu kurz. 18 footer. Okay, 4 inches. Das müsste dann hier sein. Aber extremes Break. Extremes Break. Vorhin ist er uns ja deutlich noch nach links rüber gerollt. Also müssen wir hier deutlich weiter oben anhalten. Ja, nicht übers Loch hinaus. Und? Juhu. That score moves to 2 under par. Also es sieht ganz ordentlich aus. Ich denke, wir werden hier eine unter par Runde spielen, definitiv. Also im Moment. Up next, we get a look here at the par 4 8. Ja, Par 4, 502 Yards, also das ist nochmal ordentlich. Auch hier ein bisschen die Welle, ein bisschen nach links, ein bisschen nach rechts. Da muss man also gucken, dass man auch das Fairway sauber trifft. Aber der Platz wird sich auch nicht dadurch schwierig gestalten, dass er eben, ja, die Fairways oder dass hier die Annäherung das Problem sind, sondern die Grüns. Traditionell sind bei den US Open immer die Grüns richtig, ja, knackig, so will man es formulieren. Also da hat man dann schon ordentlich zu tun. Okay, der Ball wird auf jeden Fall nach links runter rollen, wenn wir hier reintreffen. Aber das sollte nicht das Problem sein. Über den Bunker rüber.
Saubere, solide, gerade Schläge sind hier wirklich hilfreich. Der Rest macht ja das Fairway. And that is dead center, right down the middle here to start the hole. 193, Eisen 6. Es ist nicht viel kürzer für die Damen, ne? 497 Yard. Wir hatten etwas mehr als 500. Es ist nicht viel kürzer. Auch der solide aufs Fairway. And this is a tee shot that fits the eye, and that'll be just fine. Sehr schön. So, zweiter Schlag, wieder mal ein Hölzchen, ein Fairway-Holz, 245 und sie nimmt wieder das nächstkürzere. Dann bin ich mal gespannt, wenn sie links ist und das ist genau der Fall, dann könnte es wieder so sein, ja, dass er links vorbeirollt. Der kommt nicht aufs Grün. Im Prinzip wieder ein Schläger zu kurz. So, die Fahne steckt nämlich auf der rechten Seite. Eisen 6 Approach. Ja, der wird schon ein bisschen rollen. Wir bleiben etwas kürzer. Eisen 6 Approach. Da müsste er ja ein bisschen Spin haben. Auf keinen Fall länger. Bisschen über rechts. Ja, wir wollen, dass der einfach nur schön gemütlich hinrollt. Wir wollen, dass er schön gemütlich hinrollt, aber wir sehen jetzt schon, ja, dass er doch den Wind anscheinend stark annimmt. So, ja, 7 Fuß nach oben, okay. Das heißt, es ist noch ein bisschen erhöht. Wir stehen etwas unter dem Ball. Das ist das Thema. Ja, deswegen geht er nach links. Und der ist, glaube ich, etwas lang, oder? Komm, bleib liegen. Sit, 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 sit. Well, that's how you play the game right there. Knock it on the green and give yourself a good look at birdie. Oh, der ist lang. Der ist lang. Er hat aber zum Glück Spin. Aber ich denke nicht, dass der bleibt, oder? Das wäre so typisch US Open, dass er jetzt vom Grün runterrollt. Ja, das ist der Klassiker, dass der einfach nicht hält, wenn der mal ins Rollen kommt. It's a slow start and you can blame it on the short game. Ja, jetzt kämpft sie wieder ums Paar. Kurz gesteckte Fahne, Berg hoch. Und hinter der Fahne geht es wieder bergab. Ah, das ist natürlich wirklich... Eieieiei. Ja, Bump and Run. In den Hang reingespielt, aber der war zu kurz. The scorecard doesn't lie. And the touch has been missing today. More evidence, sadly, there. Jetzt droht sogar das Doppelbogey. Aber den Putt macht sie. Nervenstark. Ja, der Klassiker ist normalerweise, dass da ein Fehler zum anderen dazukommt. Ja, dass ein Fehler zum anderen dazukommt und ruckzuck hat man eben das Doppelbogey, weil man zu kurz geblieben ist und nicht den Ein-Putt spielt, sondern nochmal den Zwei-Putt dazu. Und anstatt eine Birdie-Chance hat man dann ruckzuck eben das Doppelbogey. So, okay. Also es ist nicht viel Break am Anfang, so gut wie gar nichts. Erst auf dem letzten Drittel. Okay, versuchen wir es mal so. Komm. Ah, zu viel. Auf dem letzten Drittel ist er rüber. Auf dem letzten Drittel. Okay, aber im Moment ist es immer so, dass wir eigentlich... Ja, doch, da ist jetzt wieder ein bisschen mehr Break. Ja. Solide Pärchen spielen. Up to the ninth.
Die 9, ein Par 3 mit 191 Yard. Das ist im Verhältnis jetzt kurz, aber wir sehen es schon. Auch hier eine False Front, die Bunker. Also hier muss man auch ordentlich das Grün treffen, sonst kommt man in Trouble. So, wir haben 181 Yards. Jetzt bin ich mal gespannt. Wir spielen übrigens auch von Gelb. Okay. Ja, da bin ich mal gespannt, von wo Nelly dann spielt. Wir haben ein bisschen Rückenwind. Ja, Eisen 7. Wir müssen halt schauen, dass wir den schnell zum Liegen bringen. Deswegen hoch anspielen. Ja, aber lieber etwas, ja, etwas länger und hoch anspielen. Ja, der könnte etwas zu lang sein, oder? Oh ja, der ist lang. Oh ja, da haben wir Trouble. Ja, da muss man sich erstmal am Kopf kratzen, ne? So, Nelly auch 181. Er spielt einen leichten Draw. Und deutlich besser. Pin High. Und der wird liegen bleiben, genau. Oh, wieder rechts wegrollt. Ei. That one safely on the putting surface. Gut, wir spielen ja immer den Pick. Ja, der wird auf jeden Fall nach links springen. Dann haben wir einen Bergab-Putt. Da links ist es aber flach. Ja, der wird ja hoffentlich nicht zu lang werden. Okay. Ja, ein bisschen mehr Spin hätte ich mir gewünscht, aber... Okay, that should be inside of 10 feet, not too bad. Look here at birdie. And a glassy look to this putt as it works downhill. Ja, wir sehen sofort. Right to left in it. Ganz schönes Break, wie sie sich ausrichtet, sieht man sofort, was für ein Break. Oh, ganz dicht dran. That's a good stroke. Just a fraction off target, but you can't get the speed any better than that. Ja, und hier auf der linken Seite sieht man noch die Pitchmarke, ne? Ja, hier drüber, da ist noch die Pitchmarke, genau hier. Unsere Pitchmarke, glaube ich, wo unser Ball aufgekommen ist. So, jetzt müssen wir erstmal wieder das Ganze hier... Nee, stopp, das wollte ich eigentlich nicht. So, nochmal weg. Level. Oh ja, das wird ein Wahnsinns-Putt. Okay. Oh ja. Ja, das ist immer das Thema. Etwas mehr ausholen, beziehungsweise mehr die Kurve, dafür langsamer. Oder halt dann doch mit mehr Speed auf Loch Mitte. Okay, dann fangen wir uns jetzt hier auch das erste Bogey ein. Ja, das ist ein bisschen enttäuschend, aber wir haben einfach zu lang. Da war natürlich auch der erste Schlag und auch der Bunkerschlag. Naja, okay, der Bunker war gar nicht mal so schlecht. Just a tap in there for par at the ninth. We get the back nine started here with the par 5 tenth. So, also, das waren die Front 9 und wir haben jetzt noch einen kleinen Makel auf unserer Scorekarte. Wir haben jetzt doch einen kleinen Makel auf unserer Scorekarte mit dem Bogey an der 9. Aber gut, dann ist das eben so. Wir werden aber trotzdem schauen, dass wir hier unter Par rauskommen. Pinehurst Number
2. Und jetzt hat hier als nächstes Nelly Korda natürlich die Ehre abzuschlagen. Das warten wir noch ab. Sehr schön. Just what you want at this point in the round. You're trying to find a rhythm. Hit fairways, hit the middle of the club face. That's what they did right there. Genau richtig. Hit the middle of the club face. Wir werden gleich die zweite 9, die Back 9, angehen. Und da bin ich schon mal ein bisschen drauf gespannt. Die erste Bahn hier natürlich ein paar 5, wie vorhin schon mal angesprochen. Aber ihr wisst Bescheid, es ist jetzt erstmal die Front 9 gespielt. Pinehurst Number 2, der Platz, auf dem die US Open 2024 stattfinden werden. Und natürlich Scotty Scheffler wieder Favorit. Und der wird jetzt bald hier rausgehen. Und das werde ich mir dann auch gleich ansehen. Aber erst nachdem ich die zweiten 9 gespielt habe. So, das schaut ihr euch aber im nächsten Video an. Das seht ihr dann erst im nächsten Video. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch und sage tschüss, ciao, cheerio. Bis zum nächsten Mal hier bei mir auf dem Kanal EA Sports PGA Tour.